Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gleich ein Treffen mit jemandem, der das Treffen gewonnen hat. Und dann schauen wir doch mal, wie der Nachmittag verläuft. Ich freue mich. Bis gleich. So, hallo. Das ist unser erstes Treffen heute hier. Wir sind bei einem ganz tollen Italiener und werden uns gleich hier den Magen voll, den Bauch vollschlagen. Und dann werden wir erstmal anstoßen auf ein leckeres Essen und auf einen schönen Nachmittag. Wir freuen uns. Salut, Prost. Prost. So, wir haben ja noch eine Kleinigkeit für dich. Okay. Ja. Kleinigkeit. Es geht mal einfach weiter. Genau. Alles in dem Paket mit drin. Wow, okay, vielen Als Dank. Andenken an einen unvergesslichen Nachmittag. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall unvergesslich. Gibt es hier auch noch was Lustiges? Guck mal, das ist ein Curryfuhrer, ne? Okay, das passt sogar zu meiner Kultur tatsächlich. Sehr gut. Passt. Aber hallo. Und jetzt, da ja bald Weihnachten ist. Ja, das ist die schöne Weihnachts-CD. Mit all den Weihnachtsliedern, die man kennt von der Melodie, aber natürlich mit SpongeBob. SpongeBob, auf jeden Fall. Ach, guck mal. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das ist heute sein Nachmittag hier. Wir sind gerade bei der Bescherung. Ach so, alles klar. Wir haben schon reichlich Geschenke bekommen. Wow. Also, auf jeden Fall. Nochmal ein, zwei. Guck mal, nochmal eins. Nochmal eins. Okay. Ich glaube, er will die loswerden. Okay, krass. Also ich würde sagen, sonst können wir danach nochmal ein bisschen was hier aufteilen. Weil soll ich jetzt natürlich... Können wir ja mal sehen. Okay. Also jetzt haben wir gerade noch Verstärkung bekommen. Hallo. Patrick Hallo. Ist dazugekommen. Genau. Und jetzt machen wir gleich nochmal lecker Happa Happa. Aber es gibt keine Krabbenburger, sage ich gleich. Aber Pizza Hawaii, Rosa und Gelb. Genau, richtig. Okay. Mal helfen, damit ich nichts falsch mache. Ja. Mit deinem Namen nochmal. Ja, klar. Soll ich den da... Schreib mal einfach hier rauf und dann kann ich das... Genau. Dann lese ich das einfach ab. So, jetzt wird gearbeitet. Ja, hier. Jo. So, richtig. Ah. Und wie wird der betont? Geiernan. Also auf die erste Silbe, genau. Geiernan. Geiernan, genau. Yes. Quasi der Geier und dann... Ja. So. Das ist ja mal toll. Ganz viele A's. Ja. Eine Sprachübung mit A. Geierna. Das ist so, ja. Der Nachname ist noch viel, viel schlimmer. Der ist noch viel länger. Und, aber ja. Nein, wir begnügen uns jetzt mal damit. Ich war ja vorhin noch beim Hotel eingeschickt. Ja. Und dann hat er mich nach dem Namen gefragt und dann hat er mir so eine Liste hingestellt. Ja. Hingelegt. Und dann habe ich einfach nur auf den längsten Namen gezeigt und dann, ja, das passt. Also. Santiago, dann zeigen wir ganz fleißig die Autogrammkarte. Guck mal, aber einmal hier. Oh ja. Live und in Farbe. Das ist doch wahr, sein. Live und in Farbe. Ja. Santiago Sies war der Sprecher von SpongeBob. Ja. Ich bin auch gleich dran hier. Oh, ich habe gar keine Karten dabei. Ach, guck mal an. Na, da wird sie irgendwas finden. Kannst du uns auch hier mit auf den Karten mitnehmen? Bist du hier mit dabei? Bei dem Album hast du ja, da was mal, mit? Ich wollte gerade sagen, ne? Da bist du doch mit bei. Dann machen wir hier, können wir beide hinten. Ansonsten kann ich dir auch... kannst du sowieso welche zukommen lassen. Genau. Einmal da sowieso. Genau. Da? Okay, das ist immer schwierig, aber gut. Ja, das ist aber... Guck mal, ob das... Ganz viele Jahre genau auf diesem Moment. Ich mach mal nur meinen Namen, oder? Ja, genau. Oder mit gut. Patrick. Ah, oh, ne, aber so. Es ist ja Patrick, das sieht man. Das ist einmal hier wieder. Oh.
Können wir das dann einmal? Lecker, lecker. Aber es ist kein Krabbel. Darf ich? Ah, ja, guck mal, er natürlich. Nimm ich, oder? Dass er nicht an den Teller kommt. Dann bleibt dir nichts davon. Nee, das ist so, das stimmt. Okay. Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Ja, das ist schwer auf dem Untergrund zu schreiben. Natürlich. Genau, geh da mal ran. Hat noch ganz gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Vielen Hallo. Dank. Vielen Dank. Gerne doch. Ja, hat sogar geklappt, ja? Ja. Jo. Den kannst du nämlich danach, also, ja. Nicht in den Apfelstrudel. Nee, genau. Alles Gute zum Geburtstag! Jo, perfekt. Weil dann kannst du es universell. Ja. Ne? Kannst du immer noch einen Namen ransetzen. Das ist, kannst sagen, hey, ist auch persönlich. Hier, ein paar Geburtstagsgrüße von zwei alten Freunden. Ja, ja, so. Das ist so. Ja. Aus Bikini Bottom. Meine Kumpels aus Bikini Bottom wollen dir auch gratulieren. Dann kannst du das immer kombinieren. Das ist echt gut. So, dann haben wir, jetzt kommt jetzt ihr die 10. Ne? Die 10, genau. Das ist tatsächlich dann für mich tatsächlich... das ist für mich eben so eine Art Reminder, weil ich gucke ja immer gerne die Serie tatsächlich, aber ich komme leider nicht oft genug dazu, SpongeBob zu gucken. Und da habe ich geschrieben, hallo Geiernan, ich hoffe, du schaust fleißig meine Serie. Also aber oder unsere Serie. Unsere Serie, genau, richtig. Okay. Genau, so. Wie machen wir es? Zusammen? Wie möchtest du es haben? Genau. Genau, das ist oder das kann ja jeder einmal. Er macht es einmal komplett. Ja, genau, das ist auch komplett. Ja, das ist sehr gut. Aber in den getrennten Details. Ja, ja. Genau. So. Hallo Geiernan, ich hoffe, du schaust fleißig unsere Serie. Genau. Hallo Geiernan, ich hoffe, du schaust fleißig unsere Serie. Also, das war doch ein schöner Nachmittag, oder? Sehr, sehr cooler Abend, also für mich. Hat Spaß gemacht, und es hat geschmeckt. Ne? Sehr gut geschmeckt, also kann ich nur empfehlen, das Essen. Ja, und ein bisschen Spaß haben wir auch gehabt. Jo, genau. Und maybe, vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt erleben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Gerne, gerne, gerne. Tschüss. So, Santiago, was geht ab? Ja, wir machen heute Abend nochmal in Kultur. Wir gehen zu einer tollen Lesung eines ganz wunderbaren Kollegen, der Ronald Mitschke, der macht eine Live-Lesung. Da gehen wir jetzt hin. Bis später. Ja, ein schöner Abend geht zu Ende. Wir haben ein tolles Erlebnis gehabt, eine tolle Live-Hörspiellesung mit tollen Kollegen und sind jetzt ganz beseelt. Und ja, das hat einen ganz schön mitgenommen. Ne? Es war ja auch ein ernstes Thema, aber haben sie toll gemacht, die Kollegen. Ich hoffe, ich träume heute Nacht nicht davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.